20 Kilometer Einzeldisziplin im Biathlon. Wir sind beim fünften Austragungsort des Weltcups in dieser Saison. Wir sind in Italien nach Ruperding, also hinüber an die österreich-italienische Grenze in Antholz. Die erste Disziplin, die hier ansteht, also die Einzeldisziplin, dann folgt am Wochenende Sprint und natürlich dann auch die Staffel. Wir schauen uns das Profil an. Insgesamt müssen laut Reglement 600 bis 750 Höhenmeter absolviert werden. 632 sind es hier auf dieser Strecke. Viermal wird geschossen. Liegend, stehend, liegend, stehend. Also insgesamt 20 Scheiben müssen getroffen werden. Wie beim Sprint die Scheibengröße natürlich. Beim Liegenschießen 4,5 cm, beim Stehenschießen 11,5 cm, die Distanz 50 Meter. Die Bedingungen hier in Antholz sind gut. Auf jeden Fall winterlicher, wie sie in Ruperding waren. Es hat so um die 0 Grad. Ein Blick auf den Gesamtweltcup. So, Sie hören es. Also international sehr viele deutsche Fans sind hier gekommen, natürlich an die Wettkampfstrecke. Ganz klar, der Weltcup-Führende ist Rico Groß, der auch als einer der Favoriten hier auf die Strecke geht. Und zur Musik von James Bond, die hier leise aus den Lautsprechern schallt. Janos Panik, der Ungar, der diese Strecke eröffnet. Insgesamt 113 Läufer am Start. Es gibt immer wieder Diskussionen im Biathlon. 113 Läufer jetzt hier beim Einzel, 127 beim Sprint. Da gibt es zu Recht natürlich Kritiker, die sagen, das ist viel zu viel für so einen Wettkampf, denn wenn die ersten im Ziel sind, dauert es noch fast 1,5 Stunden, bis die letzten dann ins Ziel kommen werden. Das zieht das Feld einfach ein bisschen zu sehr auseinander und so wird da sicherlich im nächsten Jahr eine Reglementänderung angedacht werden. Angedacht für die nächste Saison, das vielleicht auch gleich mal hier gesagt, ist eine sechste Disziplin im Biathlon. Ein sogenanntes Last Chance Rennen, das ist dann beim letzten Weltcup, wo dann nochmal die Besten gegeneinander laufen. Ähnlich wie beim Verfolgerrennen innerhalb eines Weltcup-Austragungsortes, eben dieses Last Chance für den Gesamtweltcup. Das wird also angedacht für die nächste Saison. Wir schauen auf die Startliste, der erste Deutsche, der ins Feld geht. Ist Jan Wüstenfeld mit der Startnummer 23. Gestartet wird ja im 30-Sekunden-Takt. Damit will man ganz einfach erreichen, dass sich die Leute nicht stapeln beim ersten Schießen. Halt, Carsten Heimann, Platz 5. Gleich hinter ihm hier Patrice Balisana, der erste Deutsche. Und dann eben Jan Wüstenfeld. 11 Minuten nach dem ersten Läufer auf der Strecke. Die ersten Läufer, die erste Startgruppe, das sind so ein bisschen, ja, die Streckenkarnickel, die müssen erstmal durchgeschickt werden, damit dann die starken Läufer, die in die hintere Gruppe dann ja auch gehen, über die Betreuer wissen, wie es aussieht, wo die Probleme sind, wo vielleicht mit Wind zu rechnen ist, wo der Schnee tiefer wird, all das. Diese Information ist dann bereits für die folgenden Läufer in der zweiten Gruppe vorhanden. Gearbeitet wird übrigens teilweise sogar mit Laptops. Hier sehen Sie die Koffer von den Betreuern auf der Strecke, wo dann genau analysiert wird, Laufstil, Lauftechnik, die Zeiten auseinander dividiert werden und somit dann das Bestmöglichste für den Läufer auf der Strecke an Informationen erbracht werden kann.
manifestazione ad altissimo livello nel calendario invernale. Antholz ist ja auch die letzte Möglichkeit, nochmal eine Olympia-Qualifikation in einem Weltcup sich zu erkämpfen. Der letzte Weltcup, bevor es dann ja Mitte Februar in Nagano losgeht. Und so ist es auch zu erklären, dass hier auf der Strecke so einige sind, die ich namentlich noch überhaupt noch nicht gehört habe. Geschweige denn, dass sie in irgendwelchen Ergebnislisten mal aufgenommen sind. Also da sind Griechen dabei, da sind Amerikaner dabei, sehr junge Amerikaner, die noch nicht im Weltcup gelaufen sind. Aber erstaunlich finde ich die Griechen. Ich frage mich, ob man Biathlon im Sand trainieren kann. Aber wir werden es vielleicht sehen, wenn die Griechen dann auf die Strecke gehen. Im Moment, wie gesagt, noch immer die ersten Läufer, auf die wir nicht allzu viel Siegchancen geben können. Doug Bjørndal war da gerade mit dabei. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ihn unter den besten 10 zu sehen. Jetzt Wilfried Paluba. Danach kommt der Lokalmatador auf die Strecke, Enrico Tach mit der Nummer 10. Hier ist er. Schieben noch kräftig an. 20 Kilometer, da wird sich die Spreu vom Weizen sicherlich nach dem zweiten Schießen auf jeden Fall trennen. Die Schießübungen finden ja zwischen Kilometer 3 und Kilometer 17,5 statt und müssen jeweils mindestens 3 Kilometer auseinander sein. Das heißt, 3 Kilometer geht es erstmal hier durch diese Schleife 1,5 Mal, bevor es dann das erste Mal anschließend geht. Beim Schießstand können dann die Aktiven ihren eigenen Schießstand aussuchen und das ist gerade hier in Antholz von Vorteil, weil die Bedingungen doch sehr schnell wechseln. Am Schießstand gibt es die Möglichkeit, dass auf einmal Wind aufkommt und so wird sicherlich der begehrteste Schießstand ganz links sein, direkt an der Wand, wo der Wind nicht so stark auffrischen kann. Und anders wie beim Sprint geht es ja in eine Penalty Round, also wo 150 Meter Strafe gelaufen werden müssen, wenn ein Ziel nicht getroffen wird. Hier beim 20 Kilometer geht das wesentlich grausamer zur Sache, rein zeitmäßig gesehen. Da gibt es eine ganze Minute drauf, wenn ein Ziel nicht getroffen wird. Ville Räikkönen, der Finne, vor dem ersten Österreicher Günther Beck, der mit der Nummer 15 auf die Strecke geht. ...632 Meter insgesamt Höhendifferenz, auch das eine Eigenheit von Antholz. Direkt vor dem Schießstand geht es nochmal bergauf, hier die ganzen Betreuer am Schießstand und Trainer. Günter Beck, jetzt der Österreicher hier im Bild. Nochmal zurück zu dieser Ansteigung direkt vom Schießen. Das ist natürlich problematisch. Das ist auch so eine Eigenheit hier in Antholz. Denn Sie können sich vorstellen, da ist man eh schon pulsmäßig auf 180, wenn man dann zum Schießen kommt. Und dann geht es da die letzten Meter, bevor der Puls eigentlich ganz unten sein müsste, nochmal ziemlich steil bergauf. Und so werden wir auf jeden Fall gespannt sein, wie sich hier die Schießleistungen
einpendeln werden. So stark wie, ich sag mal, Östersund oder Pantulati wie in Finnland, wo Top-Bedingungen herrschten und die besten 7, 8 alle 0 geschossen hatten, wage ich mal zu prophezeien, wird das hier nicht sein. Hier wird es ein, zwei geben, die mit einer Nullerrunde durchkommen und die werden wir dann vorne haben. Das ist die Eigenheit von Antholz, aber das ist auch das, was diesen Biathlon-Weltcup bis zur allerletzten Sekunde spannend macht. So, bevor es richtig spannend wird, bevor es mit dem Schießen losgeht, machen wir eine kurze Pause und sind gleich zurück. Und bereits der Nummer 55. Raphael Poiré, der Mann, der mit Rico Groß um die Führung im Gesamtweltcup kämpft. Der ganz, ganz starke Franzose, der hier auch als Favorit auf die Strecke geht. Und wir werden es sehen, nach diesen 20 Kilometern, wer dann ganz vorne ist. Rico Groß oder Raphael Poiré, der Dritte, der da noch mitreden kann, ist Viktor Maigurov, mit dem immer zu rechnen ist. Der Russe, das Urgestein im Biathlon, der da auch sicherlich ganz nach vorne fahren kann. Albert Hannewolz, gerade gesehen, sehr stark gefahren Anfang der Saison. Und wir schauen uns Peter Sendl an. Peter Sendl, für ihn gilt es. Er braucht noch die Olympia-Qualifikation. Sie sehen die Zeit 9:37,5, eingebildet von Alexei Kobolev. Nach dem ersten Schießen. Ah, ist er schon auf dem Weg zu Carsten Heimann. Aber wunderbare Macht. Alle fünf kleinste Scheiben sind es ja. 4,5 cm nur groß in 50 Meter Entfernung. Hat er getroffen und wo reiht er sich ein? Noch rutscht er nach hinten durch. Fünfter Platz für Peter Sendl. Sehr schön nach diesem ersten Schießen und vor allem mit dem Bewusstsein, eine Nullerrunde hingelegt zu haben. Das tut gut. Alexei Aidarov, der Mann, der zur starken Form aufgelaufen ist, nachdem es am Anfang der Saison nicht ganz für ihn vorne gereicht hat. Weißrussland natürlich immer schon fast traditionell vorne dabei im Biathlon. Iwaschko, Dritter, ebenfalls aus Weißrussland. Aber Sie sehen die Zeit, sie läuft ihm davon. Da schafft er nicht einmal den 8. Platz. Ja, vor den Franzosen, da wird er sich einreihen. Auf dem 9. Platz. Patrick Favre, der Italiener, auf der Strecke. Start Nummer 60 und gerade im Dezember sehr stark gelaufen. In Östersund, in Pantulati in Finnland. Dann hat er einen kleinen Durchhänger. Und vielleicht ist mit ihm auf diese 20 Kilometer wieder ganz vorne zu rechnen. Der Norweger beim zweiten Schießen bereits. Carsten Heimann, der Schnellste mit 25:18. Ja, er bleibt Schnellster nach dem zweiten Schießen. Oh, läuft nicht gut für den Norweger. Lang gebraucht. Da gibt es andere Schützen, die das in 15 Sekunden schneller machen. Raikkonen oben eingeblendet links, ebenfalls beim Schießen. Der Finne. Einmal nicht getroffen, das gibt halt gleich eine ganze Minute drauf. Fehlerfrei aber Raikkonen. Sehr gut das zweite Schießen auch hinter sich gebracht. Und neue Bestzeit.
mit 11 Sekunden rund Vorsprung vor Carsten Heimann. Wechsel an der Spitze, im Moment nach mit 24:38 Laufzeit, wieder recht können. Vor Carsten Heimann und Dach Jürgen Dahlen. Hier schön zu sehen, die Klappe vorne am Lauf wird aufgeklappt, auch die Magazine, hier drei stecken noch im Gewehr drinnen. Eins ist bereits unten geladen, jetzt wird sich eingehakt an einem Haken am Oberarm, am linken Oberarm, und das Gewehr wird dann ganz sauber an die Schulter gezogen mit Druck, denn gerade nach diesem Anstieg, den wir vorhin erwähnt hatten, dieses 3,5 Kilo schweres Kleinkalibergewehr zu halten. Das ist wirklich sauschwer, das kann ich sagen. Selbst einmal probiert und nach einer ganzen Weile habe ich dann endlich mal das Haus getroffen, wo überhaupt die Zielscheiben drin hängen. Ist also, auch wer Schießen einmal gelernt hat, das ist hier überhaupt kein Vorteil, weil man flattert wahrlich, wenn man an den Schießstand kommt. So, wir schauen uns Poklukar an. Der Slowene mit bereits 2 Strafminuten nach der Hälfte der Distanz. Der Russe. Nichts zum ganz starken Team, da ist sicherlich Viktor Maigurov, das Zugpferd, der auch hier nach meiner Meinung was zerreißen könnte. Aber unter den besten 15 wäre mit ihm zu rechnen, hätte er da nicht gleich mal 2 Minuten getankt beim zweiten Schießen. Italien am Schießstand, das erste Mal Alexei Kobolev noch mit der schnellsten Zeit vor dem Weißrussen Alexei Adorov. Alexei ist also vorne. Fehlschuss beim zweiten Schuss. Er braucht vor allem viel, viel Zeit. Sie sehen links oben neben den Zielscheiben die Uhr, die mitläuft. 20:25, das sind die schnellen Schützen. Und bei ihm kommen nicht nur 40 Sekunden aufs Konto, sondern auch noch 2 Minuten für die beiden Scheiben, die er nicht getroffen hat. Wieder ein Italiener aus Antholz, Wessner. Als Lokalfavorit natürlich hier. Sie hören es im Hintergrund. Ganz erheblich favorisiert. Bejubelt, angefeuert und in Richtung Ziel gepeitscht, verbal. Es geht Schlag und Schlag. Ole Einar Bjørndalen. Für mich einer der Favoriten am Start gewesen. 2 Minuten hat er schon sich eingeheimstert. Aber er ist irrsinnig laufstark. Kann auf jeden Fall im Vergleich zu den anderen, naja, ich möchte mal sagen, 2 Minuten könnte fast rauslaufen. Sie sehen jetzt, wie schön er gleitet, wie sauber Ole Einar Bjørndalen hier über dem Ski steht. Das ist natürlich sein Trumpf. Fredrik Kuoppa, der Schwede, die Herren bei den Schweden nicht so stark. Ich meine, bei den Damen, da gibt es natürlich das Aushängeschild, das alles in den Schatten stellt, Magdalena Forstove, die wir ja dann
auch sehen werden. Hier in Antholz sind die Damen. Die finden ja unmittelbar die Damenwettbewerbe nach den Herren statt. Hier haben wir wieder einen Russen. Alexei Kobolev. Mit ihm wäre auch zu rechnen. Er könnte ganz nach vorne fahren. Das Urgestein im Biathlon, bisher im Weltcup ja noch nicht ganz vorne und in den Top 10 dabei. Hat es nicht so gut geklappt, allerdings die erste Schießübung zeigt uns, er hat auf jeden Fall die Routine. Jetzt zeigt es sich, wie es sich im Stehen halten wird. Zweimal daneben, schlecht. 2 Minuten schon drauf, den ganzen Vorsprung, den er hatte, total verspielt, damit weiterhin Carsten Heimann mit nur einem Fehlschuss sehr schön auf den derzeit dritten Platz vor den Brüdern Björndalen, Oleg und Ole Einer und Doug Björndalen, so heißen die beiden. Den Weltcup-Austragungsort im Biathlon und wir sind zurück mit Alexei Aidorov aus Weißrussland. Ein ganz, ganz starker Läufer, der immer mehr zur Form gefunden hat im Verlauf der letzten Wettbewerbe. Und gleich neben ihm auch Peter Sendl, der Mann in Grün, für den es gleich doppelt die Daumen zu halten gilt. Einmal natürlich für diesen Weltcup und das andere Mal, er müsste bei diesem Weltcup unter die besten 8 kommen. Das ist wie beim Alpinen die Vorschrift für die Olympia-Qualifikation. Und das ist ja die letzte Möglichkeit, die Olympia-Qualifikation zu schaffen. Ein Fehler für Alexei Aidorov. 1 Minute gibt es auf seine Zeit drauf. Damit schafft er die Zeit von dem Finnen Räikkönen und schiebt sich hinter dem Russen Roykov auf den 2. Platz. Russland, Weißrussland, Finnland, das also der Stand nach diesem Schießen. Insgesamt 4-mal wird hier geschossen und dieses 4-mal Schießen einschließlich 20 Kilometer hat Silvest Glimstahl vor sich, der auch ein Favorit ist, der hier nochmal das Klassement durcheinander wirbeln kann. Silvest Glimstahl, der vor allem in Norwegen sehr, sehr, sehr gut gefahren ist. Lillehammer den 4. Platz im Sprint belegt. Und am Start sind wir mittlerweile bei dem Griechen. Das ist er. Athanasios Tsakiris. Also ich kann mich noch erinnern, wo bei den Olympischen Spielen dann mal im Abfahrtslauf ein Grieche teilgenommen hat. Aber im Biathlon kann ich mich fast nicht erinnern. Hinter dem Griechen wieder ein Weißrusse auf die Strecke gegangen. Igor Pesterev. Wir schauen ein bisschen mal weiter nach hinten. Was folgt noch? Hans Achonau und Reinhard Neuner mit 96 und 97 aus Österreich. Die warten wir noch ab. Und Startnummer 110, 111. Marc Kirchner und Marco Morgenstern. Wir sind aber beim Schießen mit Sergei Roykov. Und da sehen Sie die Nuller rechts oben. Das dritte Schießen im Liegen. Liegend ist seine Stärke auf jeden Fall. Das heißt, bleibt er auch hier mit Null dabei, dann gibt das eine neue Bestzeit. Erster Fehler, 1 Minute drauf.
Sie sehen, die Uhr ist schon auf 35 hochgesprungen. 35, 30 jetzt seine Zeit. Zweiter Schuss. 30 Sekunden schon verspielt bei diesem Schießen. Lange, lange wird gezielt, wesentlich länger wie beim Sprint. Man möchte natürlich diese Minute vermeiden, die es gibt, wenn man nicht trifft. Eine Minute drauf, 35, 47. Jetzt in die Schlaufen rein, schnell hinein, um den Stock in die Hand zu kriegen, um anschieben zu können. 16 Sekunden Vorsprung. Das Polster also für Sergei Rojkov auf den Finnen Räikkönen. Hier haben wir in dem Bild, wie er an dem Start, wo auch die Handicap-Runde gelaufen wird, vorbeiläuft. Die Handicap-Runde allerdings ja dann erst beim Sprint. Olli Einar Bjørndalen. Zweimal eine Minute schon drauf bekommen und trotzdem erst bei 35. Schauen Sie sich an, was dieser Norweger laufen kann. Unglaublich. Sicherlich einer der Top-Favoriten für Olympia, vor allem im Sprint. Da bringt es ihm viel, schnell laufen zu können, weil da kann er einen Fehlschuss wieder reinlaufen. Eine ganze Minute, die läuft er nicht mehr rein. Und hier bekommt er eine Minute weiterhin drauf. Damit schiebt er sich, genau wie sein Bruder Dag Bjørndalen, mit einer 37er Zeit ins Feld hinter seinem Bruder Dag Bjørndalen, also Ole Einar Bjørndalen, die Norweger. Und wir sind am Schießstand zusammen mit Wolfgang Rottmann, dem Österreicher. Sehr schön gemacht, erfreulich für ihn. Ihm hapert es halt noch am Laufen. Ach, mit einer so guten Schießleistung, da müsste er weiter vorne sein. Konditionell nicht so stark wie die Topfahrer, Topläufer. Alexei Kovalev. Zwei Minuten hat er schon drauf bekommen. Noch zwei Mal schießen hat er vor sich. Einmal liegen stehen. Das dritte Mal schießen für ihn. Noch ist da die erwünschte Null ganz rechts. Die kleinen schwarzen Punkte, die Sie sehen, die müssen getroffen werden. Das Graue, das gilt für das Stehenschießen. Die Bahn übrigens, diese grüne Isomatte, die da liegt, die kann selber ausgesucht werden. Und gerade beim Einschießen, das ja direkt vor dem Weltcup immer stattfindet, wird da schon mal so ein Lieblingsplätzchen ausgesucht. Eine Minute gibt es für ihn drauf. Drei Minuten schon mehr als nötig. Und somit keine Chance für eine neue Bestzeit. Wird sich genau zwischen die beiden Bjørndalen-Brüder, zwischen die beiden Norweger schieben. Alexei Kovalev. Aber wie ist es beim Biathlon? Das kann sich ratzfass ändern. Selbst beim letzten Schießen nochmal einen Schuss daneben, eine Minute drauf und alles sieht wieder ganz, ganz anders aus. Peter Sendl nach dem ersten Schießen in Führung. Ganz, ganz tolles Ergebnis für ihn bisher. Er könnte somit die Olympia-Qualifikation noch schaffen. So, Helmut Messner, der Italiener. Null beim Liegenschießen. Wie ist er stehend drauf? Das Gewehr sauber an die Schulter ziehen. Die linke Hand wird ja abgestützt in der Hüfte, um so auch das Gewehr besser arretieren zu können. Zweiter Schuss, zweiter Treffer. Und einer fehlt noch. Beim letzten Schießen haben sie alle hier Probleme. Eine Minute drauf.
Damit ist die Zeit von Carsten Heimann und Sven Fischer in Gefahr nach diesem zweiten Schießen. Ja, schiebt sich vor die beiden und verweist die anderen eins weiter nach hinten. Helmut Messner. Und wir bleiben beim Schießen. Und wen schauen wir uns ganz genau an? Hier haben wir René Paterinussi, den Italiener, der hier in Antholz schon fast einmal einen Weltcupsieg geholt hätte. Allerdings dann ist ein Hubschrauber über die Schießanlage geflogen und hat ihn so durcheinander gebracht, dass er dann nicht getroffen hatte. Ein Fehlschuss schon. Und Carsten Heimann hier mit der Nummer 5 auch am Ziel. Das ist Raphael Poirier, der Gesamtweltcup-Führende. Sie sehen das am gelben Trikot. Gejagt allerdings von Rico Groß. Gibt es einen Wechsel bei diesem Weltcup an der Spitze im Gesamtweltcup? Das ist die Frage. Und Raphael Poirier beantwortet diese Frage mit einer sauberen Schießleistung und beweist somit ganz klar, dass das gelbe Trikot nicht zufällig an seinem Körper angeschmiegt liegt. Starke Zeit und trotzdem Peter Sendl ist schneller. Toll gemacht. Das könnte die Olympia-Qualifikation werden für ihn, wenn er die zweite Hälfte dieser Biathlon-Strecke auch so durchläuft. So, wir hören Sven Fischer, aber wir sehen ihn leider nicht. Aber wenn ich das richtig übersetzt habe, hat er sehr, sehr gut geschossen und geht in Führung nach dieser Schießübung. Wir schauen uns allerdings jetzt Alexei Eidorov an. Eidorov für mich mit der Favorit für dieses Rennen. Einmal nicht getroffen, das ist nicht wild. Jetzt noch den fünften Schuss. Jawohl, dritte Schießübung liegend, also wieder ohne Fehler absolviert. Und Sie sehen es eingeblendet, Sven Fischer also vorerst auf der 1 gewesen. Eidorov nach dem dritten Schießen, der Führende. Wir sind beim Schießen, wir sind bei Rico Groß. Rico Groß, nicht nur derjenige, der es schaffen könnte, die Führung in diesem Weltcup zu übernehmen, sondern auch sich das gelbe Trikot von Raphael Poirier schnappen könnte, dem Franzosen. Wenn er so weiterschießt, dreimal getroffen bereits in 30 Sekunden, das ist gut. Sauber schießt er und vor allem schnell für den Einzelwettkampf. Zweite Schießübung mit null Fehlern. Damit gibt das eine neue Bestzeit. Ja, das müsste es geben. 24:04 von Peter Sendl nach dem zweiten Schießen wird eine 23:50. Und Rico Groß mit der Chance, hier ganz Großes zu schaffen. Die Hälfte hat er fast geschafft. Noch ein Kilometer, dann sind die ersten 10 Kilometer geschafft. Dann muss er dasselbe einfach nur durchhalten und sich nicht verschießen. Dann wäre da ein Platz unter den besten drei drinnen. Und das wäre auch die Weltcup-Gesamtführung. Da sehen Sie, wie es zugeht beim Schießen. Links stehend, rechts liegend, das ist das Einzige, was vorgeschrieben ist. Sonst die Matten können ausgesucht werden. Werden natürlich vor dem Weltcup schon von den Läufern so ein bisschen hingeschoben, ein bisschen Kuhlen reingedrückt, ein bisschen geglättet, je nachdem. Und dann hat man so seine Favoritenmatte und ist natürlich dann stocksauer, wenn die besetzt ist. Im Moment geht es recht zu.
aber normalerweise klappt das, dass man auch die Matte, die man sich vorbereitet, auch anlaufen kann. Rico Groß vor Peter Sendl und Raphael Pori. Tolles Ergebnis aus deutscher Sicht. Nach rund der ersten Hälfte. Die Bedingungen, sie sind vertretbar, sie sind auf jeden Fall winterlich im Vergleich zu Ruhpolding. Es ist zugezogen, es ist relativ kalt, relativ in Anführungszeichen, so minus 5 Grad hat es hier auf der Strecke. Und hier sehen wir ihn, dem wir natürlich wünschen, dass es so weiterläuft. Rico Groß, der Läufer in Grün, gejagt. Natürlich Windschatten ausnutzen ist auch beim Biathlon angesagt. Auch wenn das nicht allzu hohe Geschwindigkeiten sind, es bringt zum einen psychisch was, zum anderen bringt es tatsächlich was. Gerade wenn es ein bisschen runter geht bei der Abfahrt, bringt der Windschatten einen geringen Vorteil. So, wir sind wieder bei Helmut Messner, dem Italiener, der gut geschossen hat beim ersten Liegenden. Hier aber ein Fehler, den ersten Fehler. Dritter Schuss passt, vier passt. Und eine Minute gibt es nochmal auf die Zeit drauf. Das heißt, jetzt schon Neunter, wird aber sich so um den 15. Platz einreihen. Der Lokalmatador, den Sie ja hören, wie er hier bejubelt wird. Spannend, dieser Biathlon-Wettkampf. Wer fährt noch nach Olympia? Drei Wettkämpfe gibt es noch und diese drei Wettkämpfe finden alle hier in Anholt statt. Eben diese Einzel, dann die Sprintdisziplin und dann die Staffel. Also für die Spezialisten heißt es jetzt, die Einzelspezialisten, Last Chance. Die letzte Chance, das Ticket für Nagano zu lösen. Und hier haben wir Raphael Pori. Raphael Pori, er ist auf jeden Fall dabei bei den Olympischen Spielen. Und wir sehen eine Menge Nuller. Zwei sind schon fest, der dritte wird jetzt ausgeschossen. Auf der Bahn 8, das sieht jetzt so leicht aus, diese 50 Meter. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie da mal durch das Visier durchschauen, da sind Sie froh, wenn Sie das Gewehr so ruhig halten können, dass überhaupt die Bahn ungefähr halten können, geschweige denn dieses 4,5 cm große Scheibchen, das ist ein 5-Mark-Stück, in 50 Meter Entfernung überhaupt treffen würden. Unglaublich. Er schießt den vierten Treffer, 35 Sekunden, 45 Sekunden hat er sich Zeit gelassen, aber es hat sich gelohnt. Sehr schön wird das. Eine Zeit vor Sven Fischer auf jeden Fall werden, aber Peter Sendl, wie hat dieser Junge heute hier seine Form bewiesen? Der Blick nach rechts auf die Anzeigentafel von Raphael Pori und er weiß, da muss er nur so weitermachen, dann ist da auf jeden Fall noch einiges drin. 2x0 hat er auf jeden Fall. Peter Sendl ist ja, pardon, 3x0, Peter Sendl auch mit 3x0. Und Rico Groß auch mit 3x0. Wir schauen uns Vavilov aus Russland an. Pavel Vavilov beim vierten Schießen, die ersten, die die Distanz langsam hinter sich bringen. Fehler. Ja, das war's. Da kommt dann immer unter die Besten. Pavel Vavilov. Ja, zwischen 20 und 30 wird er wohl landen im Endergebnis. Mit 4 Fehlschüssen ist er nicht mehr drin. Auch wenn er jetzt noch so mutig anschiebt. Vediamo un attimo la situazione provvisoria.
So, Schlag auf Schlag am Schießstand. Patrick Favre. Auf ihn haben wir ja relativ viel gegeben, vor allem in der Staffel ist er stark gelaufen, Anfang der Saison. Und hier hamstert er sich jedes Mal eine Minute ein. Eine Minute gibt es ja immer für eine nicht getroffene Scheibe. Diese 20 Kilometer, die ja hier gelaufen werden, ist ja eine von fünf Disziplinen, also Einzeldisziplinen sehen wir hier. Die Sprintdisziplin würde dann über 10 Kilometer gehen, mit ein bisschen anderem Reglement beim Schießen. Dann haben wir die Staffel, die werden wir am Wochenende sehen. Und dann gibt es noch das Mannschaftsrennen und das Verfolgerrennen. Das gibt es dann erst wieder gegen Ende der Saison. In Hochfilzen werden wir das dann wieder haben, Mannschaft und Verfolgung. Sonst die olympischen Disziplinen, Staffel, Einzel und Sprint. An den Schießstand kommt Sven Fischer. Klappe auf hinten am Gewehr, Sie haben es gesehen, schön in dieser Einstellung. Puls herunterdrücken, Sven Fischer, der in dieser Saison mit dem Schießen immer etwas Probleme hatte, aber hier sieht es gut für ihn aus. Eine Minute erst drauf bekommen beim Schießen. Aber, oh, geht gleich los mit dem Fehlschuss. Zielt lange und genau und trotzdem der zweite Patzer. Zwei Minuten nochmal drauf bekommen. Drei Minuten insgesamt, die zu vermeiden wären. Sven Fischer reiht sich also auf dem siebten Platz im Moment ein. Alexei Aidarov. Mit jetzt einer Nullrunde wäre er noch dabei. Ah. Oh, ein Fehler, dabei müsste es aber jetzt wirklich bleiben. Jetzt noch ein Treffer. Ja, das wird trotz der zwei Minuten, die draufgekommen sind, nochmal ganz, ganz heiß für Alexei Aidarov. Er ist ein absolutes Tier auf den Skiern. Er kann den Ski nicht nur laufen lassen, sondern hat Kraft wie ein Ochse und Kondition wie ein Pferd. Er ist mit dieser Zeit auf jeden Fall unter den besten drei zu sehen und das, obwohl er zweimal nicht getroffen hat. Hier sehen wir Norbert Bauer im Bild, Disziplintrainer im Biathlon. Und Rico Groß, was macht er aus seiner dritten Schießübung? Jawohl, 3x0. Irrsinnig, und da sehen Sie jetzt auch mal im Vergleich, wie stark ein Aidarov laufen kann. Der hat 2 Minuten drauf, das heißt, der wäre jetzt hier schon 2 Minuten schneller wie Rico Groß, aber das ist ja egal. Rico Groß führt. In welcher Stadt ist der Fußball? Wir sind zurück beim 5. Weltcup in dieser Saison und wir sind zurück beim wohl zweitwichtigsten Biathlon-Weltcup dieser Saison. Der wichtigste wahrscheinlich das Finale, wo es dann nochmal alles ausgefochten wird, wer dann den Weltcup-Sieg, Gesamtsieg holt. Aber der zweitwichtigste deswegen, denn es geht um die Olympia-Qualifikationen. Und da haben wir auf der einen Seite so farbenfrohe Starter wie Griechen, wie US-Amerikaner, die wir überhaupt noch nicht im Weltcup gesehen haben. Aber auch
hart kämpfende Top-Athleten, wie zum Beispiel Peter Sendl, der die Olympia-Qualifikation noch nicht hat, aber hier bisher null Fehler gehabt hat beim Schießen und ganz, ganz stark dabei ist. So. Sergej Tarasov mit 2 Minuten. Ah, da wird es nichts mehr. Da müsste schon die nächsten 2 Schießübungen einmal liegen, einmal stehen, mit einer Null hinter sich bringen. Dann könnten wir mit ihm überhaupt noch rechnen. Mittlerweile sind alle Läufer auf der Piste. 113 insgesamt gestartet. Wird ja im 30 Sekunden Abstand. Also 117 Starter, 113, pardon, daraus können Sie sich ausrechnen. 56 Minuten und 30 Sekunden dauert es allein, bis alle Läufer auf der Strecke sind. Es wird viel kritisiert. Da gibt es einige Verfechter der 45-Minuten-Regel, die sagen, 45 Minuten Startzeit mehr sollten einfach dann nicht mehr aufs Feld gehen. Das reicht einfach dann. 45, das wären 90 Starter. Nach Adam Riese. Und für ihn läuft es nicht. Für ihn läuft es einfach nicht. 5 Minuten allein durch Schießwelle dazu bekommen und auch laufstark ist er nicht so, dass es sich irgendwie ausgleichen würde. Und na, mit der Leistung wird er sicherlich nochmal weit nach hinten fallen, weil er ist ja mit einer relativ kleinen Startnummer. Also so einem 40. Platz wird Helmut Messner letztendlich landen. Wen haben wir am Schießstand? Eine hohe Nummer, das kann ich bereits erkennen. Wir wechseln zum Ziel, jawohl, Peter Sendl im Ziel mit dem hervorragenden 2. Platz. Hinter Alexei Eiderov. Aber auf der Strecke ist noch Rico Groß. Und auf der Strecke ist auch noch Halvard Hannevold, der Norweger, der sehr, sehr gut geschossen hat. Führend nach dem 2. Schießen weiterhin Rico Groß vor Peter Sendl. Also Peter Sendl aber bereits im Ziel. Schön. Schön, schön, schön. Wenn das nicht mit dem Teufel zugeht, hat Peter Sendl hier wirklich auf den letzten Drücker noch seine Olympia-Qualifikation geschafft. Und wer damit der 5. im Boot ist, wer damit der 5. im Boot der Biathleten, der deutschen Biathleten in Nagano. Ja, Statistik, Zeiten aufschreiben, mitrechnen, Zeiten weitergeben, teilweise mit Computertechnik, das ist die Aufgabe der Betreuer. Hier ist er. Ein Fehler nur hat er gehabt und reicht er sich vor Eiderov ein. Ja, das sieht gut aus für Halvard Hannevold, der Norweger, der somit mit einer hervorragenden Schießleistung auf dem Weg ist, seinen ersten Weltcupsieg hier in Antholz einzufahren. Raphael Poiré, für ihn wird es brenzlig, dass er hier nicht ein bisschen federn und in dem Fall auch Kleidung lassen muss, denn das gelbe Trikot ist in Gefahr und ist in Gefahr durch keinen geringeren als durch Rico Groß. Bereits ein Fehler beim letzten Schießen. 2. Fehler, damit schon wieder 4 Plätze nach hinten gerutscht. Das gibt keine Top-Platzierung für den Franzosen. Raphael Poiré wird sich so zwischen dem 10. und 15. Platz damit einreihen und wir sind natürlich gespannt auf Rico Groß. Was macht Rico Groß? Rico Groß hatte auch 3-mal fehlerfrei und kommt jetzt dann noch zum Stehenschießen und wenn er besser schießt wie Raphael Poiré, dann haben wir einen neuen Weltcup-Führenden, nämlich Rico Groß.
Da kann er noch so anschieben und laufen, das macht er nicht mehr wett. Da kommt er nicht mehr unter die besten 10 der Franzose. Doch bevor wir jetzt dann langsam zu Rico Groß kommen dürften beim vierten Schießen, haben wir hier den Zieldurchlauf kurz eingeblendet. Und ja, da ist man tot. Tilt absolut nach 20 Kilometer, das kann ich mir vorstellen. So, auf wen konzentrieren wir uns eigentlich? Mit der Nummer 106 im Bild, Indrek Toprelips. Geht kunterbunt hier durcheinander. Leider auch die Scheiben nicht eingeblendet, aber wir sehen, wie der linke Arm bei allen Läufern gleich eingehängt wird. In der Hüfte. Unterschiedlich die Handhaltung. Da sehen Sie, manche machen ein V und nehmen das Gewehr zwischen die Hände, andere nehmen es flach. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück. Wer ist der Kapitän des Rettungsbootes im Event Horizon am Rande? Entscheidung, wer noch nach Olympia fährt, ob es ein Peter Sendl ist oder nicht. Es sieht sehr, sehr gut aus. Im Moment liegt er noch unter den besten 5. Und hätte somit seine Qualifikation, die ja vorgeschrieben ist, als unter den besten 8 geschafft. Rico Groß beim vierten Schießen. 3x0, Raphael Poiré hat 2x daneben geschossen gehabt. Unter den beiden geht es vor allem nicht nur darum, wer eventuell hier unter die besten 5 fährt, sondern wer sich damit dann auch den Gesamtsieg holt. Jetzt im Bild, Rico Groß. Immer der Wechsel, jetzt im Ziel, Hannewold mit einer Irrsinnszeit und der Chance auf einen Weltcup-Sieg, sein erster wäre das. Wir zittern aber, auch einmal hat er nicht getroffen, schade, schade, damit kommt er auf jeden Fall an. Hannewold nicht heran, Rico Groß wird sich vor Eidorov einreihen, ja, so ist es. Zweiter Platz für Rico Groß und das muss er jetzt noch über die verbleibenden Kilometer, 3 Kilometer sind es ungefähr, ins Ziel retten. Dann ist er auf jeden Fall besser wie Raphael Poiré und dann heißt der neue Weltcup-Gesamtführende Rico Groß aus Deutschland. Hier ganz vorne in Grün im Bild, als er vom Schießstand weggestartet ist. Also, nochmal, das was in den letzten 30 Sekunden alles passiert ist, zusammengefasst. Rico Groß hat die Chance, den Weltcup-Gesamtsieg vor Raphael Poiré zu suchen. Dann haben wir Halvard Hannewold. Halvard Hannewold mit irrsinnigem Vorsprung ins Ziel gekommen vor Alexei Eiderow. 36 Sekunden Vorsprung. Allerdings Rico Groß mit der Chance, sich zwischen die beiden zu schieben und somit den zweiten Platz heute zu holen. Fünfter Platz müsste drin sein, mindestens sechster, maximal vierter bestens für Peter Sendl. Der somit, möchte ich jetzt schon mal sagen, auf den fast schon abgefahrenen Zug Richtung Nagano aufgesprungen ist und somit als Fünfter im deutschen Biathlonboot sitzt, um olympisches Edelmetall zu kämpfen. So, damit schauen wir uns das Schießen von Mr. 100, dem Mann mit der Nummer 100 an, Ruslan Lysenko, dem Ukrainer, der eine Nullerrunde hingelegt hat und sich, naja, hinter den anfänglich führenden Räikkönen einreihen kann, oder vor ihnen in dem Fall sogar. Räikkönen lange der Finne auf der 1 gewesen bei dieser 20 Kilometer Entscheidung im Biathlon, verdrängt dann jetzt aber auf den schon weit nach hinten durchgereichten 17. Platz. Pavel Muslimov beim dritten Schießen, also viel mit dieser Laufzeit nicht zu bewegen. Sie sehen, im Biathlon gibt es auch einen Sikora, in dem Fall aber nicht Thomas.
letzter nicht getroffen, damit eine Chance noch unter die besten 20 zu kommen vertan, weil hinter ihm kommen ja auch noch ein paar, die sich sicherlich besser halten können. Weil ich gerade hier den Polen Sikora erwähnt habe, also der Slalomläufer Thomas Sikora, ja mit Y geschrieben, aber witzigerweise heißt der Pole auch fast Thomas, nämlich Tomasz Sikora. Also wird vielleicht für einige Verwirrung noch bei den Olympischen Spielen sorgen, wenn die Disziplinen dann Biathlon und Slalom Alpin vielleicht in direkter Folge sind. Noch sind wir aber bei der letzten Qualifikation, eben für dieses Biathlon. Und wir sind bei Patrick Favre in seinem Zieldurchlauf. Ach, er kann es besser, der Italiener. Mit Heimvorteil nur der 35. Platz. Da wird es noch ein bisschen weiter nach unten gehen für ihn. Denn ein paar Starke sind noch auf der Strecke unterwegs. Kann er besser, kann er wesentlich besser. Und hier sehen wir das Ergebnis. Peter Sendl auf dem hervorragenden dritten Platz. Daraus prophezei ich jetzt mal, wird auf jeden Fall ein vierter Platz werden durch diesen Mann, der hier durch den deutschen Betreuer angepeitscht wird, den Berg hinauf, Rico Groß, der es in der Hand hat, eventuell ganz vorzufahren, was ich bezweifle, aber sich auf jeden Fall zwischen den Norweger Alvar Tanevold und Alexei Eiderov hineinzuschieben. Das wird er auch auf jeden Fall in dieser Zwischenzeit machen. 500 Meter vor dem Ziel. Ja, da muss er nochmal kräftig anschieben, auf jeden Fall. Wir haben hier den Kasachstaner Pantov im Bild. Dimitri mit einer konsequenten Schießleistung, immer einen nicht getroffen. Gibt's summa summarum 4 Minuten auf die Zeit drauf. Tut weh in der Platzkosmetik, die ihn auf jeden Fall um den Platz 40 nach hinten spulen wird. Rico Groß auf den letzten Metern. Es geht dieses fiese Stück hier nochmal hin hoch. Das ist dieser Anstieg, den wir jetzt mal schön in der Einstellung sehen, bevor es auch zum Schießen geht, beziehungsweise für ihn jetzt in den Zieldurchlauf. Links geht's zum Schießen, rechts geht's zum Ziel. Also da den richtigen Weg zu finden, finde ich auch immer eine Leistung. Rico Groß mit der Möglichkeit auf den zweiten Platz und somit die Weltcup-Führung zu übernehmen. Ja, das ist drinnen, auch wenn es sehr, sehr knapp wird. Er könnte noch vor Eiderov kommen. 37 Sekunden, 55, 37, die gilt es zu schlagen. 19, 20, 17 Sekunden reicht. Locker, wunderbar. Rico Groß, zweiter Platz bei diesem Weltcup und demnächst in Gelb. Das heißt, in den Sprint am Wochenende wird er im gelben Trikot als Weltcup-Gesamtführender gehen. Tolle Leistung, damit Eiderov halt auf der 3. Aber was ist hier mit Nankums? Eine völlige Überraschung, auf einmal 3x0 geschossen. Und er schiebt sich noch vor Peter Sendl, wenn ich das so richtig sehe. Sogar deutlich noch vor Eiderov. Und somit also nach meiner Meinung das vorläufige Endergebnis. Alvar Tanevold gewinnt seinen ersten Weltcup in Biathlon und ist somit wie traditionell in dieser Saison ein neuer Weltcup-Sieger. Es hat bis jetzt keinen gegeben, der zweimal einen Weltcup gewonnen hat. Rico Groß auf der 2, Alexei Eiderov auf der 3, der Weißrusse, dann Jekabs Nakums, völlig überraschend auf der 4 und erfreulich Peter Sendl auf dem 5. Platz. Da wird sich keiner mehr vor ihn schieben, denn die Starken, sie sind schon alle durch, beziehungsweise bei denen hatten Fehler beim Schießen und somit hat Peter Sendl sicher die Olympia-Qualifikation geschafft. Hier also das
vorläufige Endergebnis. Der mitbeliebtesten Wintersportdisziplin in diesem Winter. Biathlon hat ja mittlerweile fast aufgeholt bei im Vergleich zum Ski Alpin. Sicherlich auch durch die hervorragenden Bilder, die wir Ihnen hier von der Regie aus liefern können. Sie sehen wirklich alles eingeblendet. Oben rechts die Scheiben, die 11,5 cm großen Scheiben, die getroffen werden müssen. Links daneben die Zeit, die zum Schießen gebraucht wird. Rechts unten die Schießfehler. Die Zeit, die läuft, natürlich die Zeit des Aktiven, wo er sich einreihen kann im Klassement, eingeblendet jetzt hier. Also spannender kann wirklich eine Sportart nicht rübergebracht werden. Und gerade beim Biathlon, wo sich dauernd etwas ändern kann, weil eben die ganzen Aktiven nicht gleichzeitig auf die Strecke gehen, sondern im 30 Sekunden Abstand und das eine ganze Stunde lang immer wieder, ja, Frischfleisch auf der Strecke, die nochmal alles durcheinander wirbeln können bei gerade dieser Einzeldisziplin, wo es über 20 Kilometer geht und viermal geschossen wird, liegend, stehend. Norwegen im Bild. Norwegen auf dem Zielsprint sozusagen. Sylvest Glimsdal, ja, 22. Platz, das ist nicht das, was Glimsdal wirklich gefällt. Da war er schon Vierter in dieser Saison, also nicht so gut gelaufen. Aber bei Olympia werden wir Sylvest Glimsdal auf jeden Fall sehen. Übrigens, die Brillen mittlerweile Standard geworden, die tragen sie alle, gerade begründet darin, dass es ja eine ganz erhebliche Höhendifferenz zu absolvieren gilt. In diesem Fall sind es 632 Höhenmeter. Und da geht es natürlich nicht nur rauf, sondern auch runter. Und gerade bei den Abfahrten, die erstaunlich schnell sind, also da kommen einige gute Skater ins Schwitzen bei der Geschwindigkeit, wo die da den Hang runterrauschen, ist es natürlich wichtig, dass kein Tränenfluss zustande kommt, dass die Augen frei bleiben, denn sonst kann ja wohl schlecht sauber gezielt werden bei der nächsten Schießübung. Was sich allerdings noch nicht so durchgesetzt hat, das sind die Handschuhe. Also es gibt immer wieder Läufer, die ohne Handschuhe laufen, weil sie einfach sagen, dann kann das Gewehr sauberer gehalten werden können. Und es muss ja eine Einheit werden, die, ja, wie heißt es so schön, Frau des Athleten, die Waffe, das 3,5 Kilo schwere Kleinkalibergewehr, das so fest wie möglich und griffig wie möglich beim Schießen gehalten werden muss, um diese 50 Meter entfernten Kleinstziele überhaupt treffen zu können. Ruhig geht es langsam zu am Schießstand, da ist nicht mehr allzu viel los. Der Großteil ist bereits durch, ist bereits im Ziel. So, das ist Wilfried Pallhuber, der Italiener, den wir hier bei dem Anstieg sehen. Es geht da so durch eine Unterführung durch, den Anstieg hoch und dann auf die Rechtskurve, in dem Fall für ihn ins Ziel. Das werden Sie gleich sehen, rechts Ziel, links schießen. Also die Wegweise sind wirklich dringend notwendig teilweise, weil das wären nicht die ersten Biathleten, die sich verlaufen. Finish für Wilfried Pallhuber. Björn Dahlen wäre zu schlagen, das ist sicherlich ein Erfolg für ihn, denn gerade Ole Einar Björn Dahlen gilt immer wieder als einer der stärksten Läufer überhaupt. Macht er in dem Fall 7. Platz für Wilfried Pallhuber. Viktor Majgurov ist aber noch auf der Strecke, also ich denke mal, so ein 10. Platz könnte für ihn letztendlich ausspringen. In Führung weiterhin Halvard Hanne Woltz, der seinen ersten Weltcup-Sieg nach meiner Meinung jetzt schon sicher hat, da gibt es nichts mehr zu rütteln. Rico Groß 2. und mit dem Erfolgserlebnis, er hat das gelbe Trikot des Weltcup-Führenden. Alexei Eidorov auf der 3. Überraschung auf der 4, Jakobus Nakums. Und Freude auf der 5. Peter Sendl ist in Olympia dabei. Frank Luck hier auf dem 16. Platz.
Sven Fischer, 23. Kann er besser. Kann er auf jeden Fall besser. Das werden sie uns mit Sicherheit dann am Wochenende zeigen, wenn es auf die Sprintdisziplin geht. Ja, Bombenstimmung für die Norweger, ist klar. Erster Weltcup-Sieg, was will man mehr? Hier sieht man also dieses Antholzer. Oh, Plateau. Gleich, da geht es um die Ecke rum, dann ist man auch schon in Österreich drin, direkt an der österreichischen Grenze. Ein Ergebnis, das wirklich Freude macht. So viel, was hier bewegt wurde. So viele Starter, die auf der Strecke mit dabei waren. Ich erinnere nur an den Griechen. Ein toller Weltcup, der zu Ende geht. In Antholz, im fünften Weltcup-Austragungsort. Dann gibt es erstmal Weltcup-Pause, denn dann geht's nach Nagano, bevor es dann im März weitergeht in Pokljuka in Slowenien am 3. bis 8. März und dann das Weltcup-Finale in Hochfilzen in Österreich vom 12. bis zum 15. März. Merken Sie sich vielleicht das schon mal vor. Es lohnt sich da auch mal hinzufahren. Bombastische Stimmung und ich kann Ihnen nur sagen, die Biathleten, die sind fundig drauf. Fundskerle, mit dem er wirklich dann so auch du und du auch noch danach an der Strecke reden kann. Ganz und gar keine abgehobenen Sportler, sondern ja eher Naturburschen. So, wir ziehen also durch die Ergebnisliste. Insgesamt waren es ja 113 Läufer. Erik Tach hier, Enrico Tach auf 88. Wollen wir gar nicht auf eine eingehen. Rumänien haben wir hier dabei. Ha, noch unter den besten 100. Ich warte dauernd auf GIR, ist noch nicht im Ziel. Griechenland ist noch nicht angekommen. Würde mich echt interessieren, wo der Grieche landet. Aber es wird auf jeden Fall nicht unter die besten 100 reichen für den, wahrscheinlich für den Griechen. Wir machen jetzt dann...